Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu den Nachrichten. Zu Hofe in Berlin. Winke, winke. Alle ganz aus dem Palästchen da, ne? Wir sehen da Bilder winkender Leute vom Balkon. Das erinnert einen ja mehr an die Royals. Ja. Und die Königin ist auch super drauf. Macht halt richtig Freude, dieser Sondierungsspaß. Und kooperativ ist es auch. Und so zeigen sich die Grünen kompromissbereit beim Ende des Verbrennungsmotors. Sie halten hier nicht länger am Jahr 2030 fest. Und auch der Kohleausstieg ist für sie nicht mehr an dieses Datum gebunden. Na also, die Claudi hat schön Hunger und den Kompromiss finden alle so super, ne? Das Abräumen von Schwachsinnsterminen ist noch kein Kompromiss. Na toll, Dobrindt, da steigt doch gleich die Stimmung. Na dann, schön weiterlachen. Achtung, Achtung, Abendland in Gefahr. Eine gefährliche Apfelsekte breitet sich weiter aus. Sie lockt mit Telefonen und angeblicher Nähe. Das ist dann einfach ein schöner Zusammenhalt, wenn man mit den Leuten hier steht, quatscht, nette Gespräche. Viele Anhänger sind in bedenklichem Zustand. Selbst vor Gott machen sie nicht mehr Halt. Also ne, Schöpfungsgeschichte, Adam, Eva, der Apfel und so. Der Angebissene. Und nach geglückter Gehirnwäsche befahl Tim, der Apfelguru, kommet und jauchzet. Und wer eine winzige Opfergabe bringt, bekommt auch so ein neues iPhone. Für 64 GB werden 1149 Euro verlangt, für 256 GB 1319 Euro. Kleiner Preis fürs große Glück. Und dafür bekommt man ja auch nicht nur ein Telefon. Die Erfahrung muss schon jeder einmal gemacht haben, mindestens. Weil es ist einfach lustig auch, weil man steht halt da und wartet. Ja, stehen und warten. Amen. War sonst noch was? Ach ja, Steueroasen. Dieser Redakteur der Zeitung Die Welt ist ein ganz großer Fan. Bankkonten in Steueroasen sind das Bargeld des reichen Mannes. Von Leuten, die einfach zu viel Geld haben, als dass es sich in Matratzen oder Wandtresor unterbringen ließe. Daher ist es gut, Steueroasen zu haben. Steueroasen bieten einen Schutz vor der Gier der Finanzminister. Steueroasen, gut, dass es sie gibt. Wenn es sie nicht gäbe, sollten sie erfunden werden. Ja, Spitzenidee.